Im Sebastians in der Friedrich-Ebert-Straße dauert es von der Bestellung bis zum fertigen Salat ca. 3 Minuten. Durch Kontaktverfolgungen, die Kontrolle des Impfstatus und die Vorlage von Tests kommt im Schnitt mindestens noch mal das Doppelte drauf. Was früher schnell ging, braucht heute Zeit, wodurch wiederum einige potenzielle Gäste abspringen. Und dadurch, dass die Schlange halt so lang ist, ne, durch die Abstände, viele Leute kommen vorbei, ach nee, Schlange ist mir zu lang, ich fahre wieder los. Ne, daher kommt es ja auch, dass wir nur maximal die Hälfte an einem normalen Umsatz, den wir auch vor Corona hatten, gerade mal reinkommen. Also wenn überhaupt die Hälfte. Besserung ist nicht in Sicht, eher das Gegenteil ist der Fall. Seit heute gilt in Restaurants, Bars und Cafés nämlich 2G+. Das heißt, dass man nur noch einen Platz bekommt, wenn man zweimal geimpft bzw. genesen ist und einen tagesaktuellen negativen Test vorlegt. Ausnahmen gelten lediglich für Geboosterte, die wiederum keinen Test vorlegen müssen. Olaf Schöpe vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband kann die Regelungen nicht mehr nachvollziehen. Für ihn ist 2G+ eine willkürliche Maßnahme, die lediglich seine Branche mal wieder mit voller Härte trifft. Weil unsere Branche hat nachgewiesen, dass wir gute Hygienekonzepte umgesetzt haben, auch in den letzten 2 Jahren, dass wir kein Herd sind für irgendwelche höheren Inzidenzen, dass wir diejenigen sind, die auch Freizeit noch organisiert und kontrolliert in dem Rahmen durchführen kann. Ich denke, die 2G-Plus-Regelung wird wieder dazu führen, dass viele Feierlichkeiten in die privaten Bereiche abwandern, die dann unkontrolliert, ohne Abstände, ohne Masken, ohne Hygienekonzepte stattfinden. Ich denke, da ist eine viel größere Gefahr zu sehen, als wenn man uns kontrolliert arbeiten lassen würde. Welche Folgen die Maßnahmen haben können, weiß Sebastian Drogott aus eigener Erfahrung. Der Umsatz ist um bis zu 70% zurückgegangen. Noch vor der Pandemie arbeiteten 15 Festangestellte bei ihm, heute sind es nur noch 5. Die Öffnungszeiten mussten entsprechend angepasst werden. Hinzu kommt, dass er und seine Mitarbeitenden mittlerweile ein dickes Fell brauchen. Gäste laden regelmäßig ihren Frust über die Maßnahmen an der Theke ab. 3G, 2G, 2G+. Für Sebastian Drogott gibt es nur eine faire Lösung. Nur dieses Plus. Nur testen. Ne, dieses Hü und Hot. Keiner hat einen richtigen Arsch in der Hose und sagt, Kinders, benehmt euch alle. Wir testen jetzt alle durch. Ihr benehmt euch. Wenn es nicht funktioniert, machen wir alles dicht. Ne? Die Eigenverantwortung von jedem Einzelnen ranzuholen. Und diese Diskriminierung, was gerade mega stattfindet. Ich bin kein Corona-Leugner, definitiv nicht. Ne? Deswegen, ich habe auch Leute zu Grabe getragen. Deswegen werde ich das auch nicht runterspielen. Ne? Es ist da, es ist, muss bearbeitet werden, aber durchgetestet alle Mann. Nicht die Genesenen, nicht die Geimpften, alle Mann getestet. Und dann laufen wir, glaube ich, viel, viel sicherer auch durch die Gegend. Um das umsetzen zu können, braucht es jedoch Schnelltests, die verlässlich jede Form von Corona erkennen können. Außerdem müsste es mehr Testmöglichkeiten in der Stadt geben. Dafür müsse die Politik sorgen. Der Glaube daran habe mit der heute in Kraft tretenden Regelung allerdings einen weiteren Schlag bekommen.